Meine Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten, dafür, dass hier gerade ein paar Leute zuhören wollen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen im Titel, falls wir das hier hochladen sollten. Es ist der mittlerweile 10. Dankesredestream. Und für alle Leute, die das jetzt so ein wiederholender Boss wird, es sind ja halt immer dieselben Worte, die wir sagen, weißt du? Dennoch versuche ich meine Gedankengänge mit euch zu teilen, damit ihr mich versteht, damit ihr das Ganze versteht. Also, an alle, die es nicht mitbekommen haben, Dallas in Instanz hat heute in 45 Minuten ausverkauft, obwohl ich wollte, dass die Basic-Kollektion zum Tagesgeschäft wird. Das heißt, ich wäre nicht traurig gewesen, wenn wir am ersten Tag nicht ausverkauft hätten, weil ich habe einen Haufen Klamotten herstellen lassen und produzieren lassen für einen Haufen Kohle, okay? Und ich meine es wirklich ernst. Es ist gerade wieder der Geld-Talk und nicht jeden interessiert. Also die denken sich, John, kannst du nicht mal wieder Content machen, ohne immer über Geld zu reden und über Erfolge zu reden? Ja, würde ich auch sehr gerne. Ich bin ein YouTuber, der Content schaffen will und Content kreieren will. Nichtsdestotrotz muss ich zu den Leuten reden, weil die Leute, die das Ding hier supporten, sich das hier angucken, das Ding hier kaufen, unser Leben finanzieren. Versteht ihr das? Unser Leben wird finanziert. Alles, was wir tun, diese Erfolge basieren auf den Zuschauern, die hier zugucken. Deswegen muss ich es tun. Und ich bin halt das den Leuten schuldig. Ich sag's euch, wie es ist. Ich war schockiert. Ich und Jones waren in FaceTime drin und Osam war unterwegs. Wir waren schockiert, Bro. Ich bin daran gewohnt, damit ihr mal versteht, wie ein Drop abläuft. Auch wenn ich es schon zum 100.000 Mal erklärt habe. Man sieht immer, wie viele Leute den Shop, auf den Shop zugreifen, bevor der Shop öffentlich ist. Weil wir hypen das Ding ja immer so, dass wir sagen, ey, in 2 Wochen, in 3 Wochen kommen Klamotten online, seid bereit, bla 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 bla. Und anhand der Zahlen, die man sieht, wie viele Leute vor dem Shop chillen, also bevor der Release ist, kann man sich immer denken, okay, pass mal auf, wenn so viele Leute vor dem Shop chillen, so in der Warteschlange, so mäßig, dass sie halt dort warten, dass der Shop sich öffnet, dann kann man auch meistens davon ausgehen, dass das auch Käufer sind. Und als wir die Zahlen heute gesehen haben mit Jones, sagen wir uns, okay, warte mal, was passiert hier gerade? Weil, ich wiederhole, weil wir, wie gesagt, schon für unser Verhältnis, also ich mache das jetzt seit, glaube ich, 1,5 Jahren, also DYDS hatten wir ja vorher, das ist ja weg. Seitdem habe ich ja meine eigene GmbH, meinen eigenen Namen, unser eigenes Logo, unsere eigene Seite, alles, was wir uns aufgebaut haben in den letzten 2 Monaten. Es hat ja von null gestartet, weißt du? Und wenn man von null startet, dann denkt man sich immer, okay, wir müssen langsam anfangen. Weißt du, ich meine? Wir müssen langsam anfangen und gucken, wie es läuft. Deswegen dachte ich mir, okay, lass uns erstmal gucken, wie die erste Kollektion ankommt. Ausverkauft. Gut, habt also sogar an den Zahlen geklippt, wie von DYDS damals. Da sieht man, dass auch viele auf unsere neue Marke gesprungen sind und trotzdem hinter uns stehen. Dann dachte ich mir, Tamam, dann mach doch mal so viele Leute, die bei den normalen Klamotten nichts kriegen, eine Basic-Kollektion, stock die mal hardcore auf, sodass das zum Tagesgeschäft wird, sodass ich täglich Einkäufe habe. Weißt du, dass man sich nicht nur monatelang auf einen Release konzentriert, sondern dass man halt immer einen Shop-Zugang auf diese Ware hat. Und deswegen habe ich auch, sage ich euch, wie es ist, in meinem Leben noch nie so viel investiert in Klamotten, weil ich jetzt, wie ich zum 100. Mal mich wiederhole, ich sitze hier ohne Skript, Leute, ihr wisst ja, wie ich das mache, davon ausgegangen bin, okay, du hast diese Anzahl von Käufern, weil du siehst ja, weil ich sehe, was in der ersten Kollektion verkauft wurde und wie viele Leute auf den Shop Zugriff haben. Und dann gehe ich davon aus, okay, mach mal davon das Doppelte, damit wir ein bisschen was im Shop haben. Was ist aber passiert heute? 10 Minuten vor Release, ich sehe, Bruder, da warten Leute, ich habe diese Ware gar nicht. Dann werden die Leute jetzt, sind die Leute jetzt einfach nur schaulustig und wollen sehen, okay, verkaufen die aus, läuft das Ding gut oder nicht? Bruder, ich mach den Shop an, ich mach Story, der Shop geht auf. Bro, ich war nach 4 Minuten schon zu 80% ausverkauft. Nach 4 Minuten 80% ausverkauft, okay? Was ist übrig geblieben? Paar Teile S da, paar Teile XXL da, weil Oggi wollte, dass wir XXL für unsere fetten Bläs machen. Aber am Ende des Tages kann ich jetzt anhand dieser Zahlen sehen, was viel weggeht und was weniger viel weggeht. Weißt du, was ich meine? Ey, Bro. Und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, lass das Ding. Digga, ich wusste schon nach 4 Minuten, okay, Bro, was soll ich den Leuten jetzt sagen? Weil es ist jedes Mal dieselbe Leier. Ihr seht es ja auch hier im Chat. Zum Beispiel ein Zafferschreiber hat leider nichts bekommen. Kannst du mal mehr aufstocken? Was ist das? Wie dreist seid ihr? Ihr pusht etwas monatelang. Habt ihr nicht genug Klamotten gemacht? Also, meine Damen und Herren, ich bin hier auf YouTube und ich bin hier nicht für immer. Denkt ihr nicht, dass ich das maximale Geld rausholen will von den ganzen Sachen, was ich hier tue? Ich habe doch bewusst seit einem Monat gesagt, ich werde sehr viele Klamotten machen, dass man die täglich kaufen kann. Janne, was kann ich dafür, dass unsere Leute das Ding gekriegt haben? Bro, ich war im Shop. Nicht im Shop, ich war im Schock. Bro, es war ein Schockmoment. Ein Schockmoment. Walla sogar. Ey, Bro, vielleicht lag es daran, dass wir halt wirklich keine Prints diesmal hatten, sondern dass wir halt Hoodies haben, die jeder mag, verschiedene Farben hatten, mehr Artikel hatten, dass der Preis so günstig war. Ich weiß es nicht. Unsere Arbeit trägt Früchte so. Die Models haben es gut gemacht, die Videos waren gut, wir haben starke Arbeit. Hat jemand ein gelbes Video bestellt? Ein gelbes Video? Ich nehme mich nicht. Findest du das jetzt gut oder nicht? Eileen, ich finde es natürlich gut.
Ich habe aber damit gerechnet, dass das eine Woche oder zwei Wochen dauert, sodass ich dann, okay, mit dem Geld wieder reinvestieren kann und wieder den Shop aufstocken kann. Aber wir haben nach 45 Minuten so gemacht. Ich sag's euch, wie es ist, ich habe noch nie so viel Geld auf einmal gescheffelt. In 40 Minuten, 45 Minuten, noch nie, noch nie. Die Summe ist unglaublich. Die Summe ist unglaublich. Und jetzt kommen wir zu dieser Sache, wo ich sehe, okay, das Ding hat ein riesen Potenzial. Ich habe mit jedem diskutiert, der meinen Shop leitet, mein Produzent, die Jungs, unsere Models, Freunde, was sie so denken, weil alle kennen meine Stückzahlen und alle denken sich, okay, wenn ihr bis dahin immer so und so viel ausverkauft und das immer so lief, dann wird das hier auch laufen. Aber sei nicht täuscht, wenn es am ersten Tag nicht weggeht. Was soll ich jetzt sagen? Nach 40 Minuten war alles weg. Was ist jetzt der Plan, meine Damen und Herren? Der Plan ist wie folgt. Alle Leute, die bestellt haben, werden sich jetzt davon überzeugen, ob unsere Ware gut ist oder nicht. Und ich gehe davon aus, dass alle überzeugt sein werden für den Preis. Wenn nicht, kann man es ja zurückschicken und ich werde das wieder in den Shop reintun. Aber Bro, so wie es aussieht, haben wir mehrere, ich will die Zahlen nicht sagen, aber wenn ihr draußen auf den Straßen rumlaufen werdet, sei es Berlin war die höchste Shop-Einzahl in unserem Shop. Dann Stuttgart, München. Wenn ihr draußen rumläuft und diese Marke draußen sieht, dann seid stolz auf euch. Walla Billa, seid stolz auf euch. Hani, ihr kauft keine Ware von irgendwelchen Keks. Ihr wisst, ich bin seit 10 Jahren hier und ich würde euch niemals Dreck anbieten. Wir sind kein Dreck. Wir sind keine Mainstream-YouTuber. Wir sind coole YouTuber, Bro. Unsere Community ist geil. Und es spielt keine Rolle, ob jemand 10 ist, ob jemand 18 ist, ob jemand 25 ist, ob jemand 30 ist. Hier gibt es sich für nichts zu schämen. Warum soll man Geld für Klamotten ausgeben, die 100-200 Euro kosten für irgendeine Drecksmarke, die keinen juckt. Ihr habt hier gerade einen Kanacken aus Gladbeck, wo 80.000 Leute wohnen, ja? Zum King gemacht. Zum King. Ihr habt gezeigt, dass unser Team, was Deutschland angeht, Digga, das ist krass, das ist unser zweiter Drop und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Klamotten auf einmal herstellen lassen. Ich wollte von klein anfangen, Bruder, ich wiederhole mich. Aber wir sind schon auf einer Zahl, Bruder. Digga, das ist krass. Ich kann, um die Magie nicht kaputt zu machen, euch nicht die richtige Zahl sagen. Aber am Ende des Tages, Bruder, es ist wirklich sehr, sehr viel gewesen. So viel, dass ich weiß, okay, das Ding hat wirklich ein Riesenpotenzial. Und ich hab's euch immer gesagt, ich plane alles Schritt für Schritt, was ich mache. Eine Sache, was ich gelernt habe, ist erstmal den nächsten Schritt zu sagen, wenn ein Schritt zu Ende ist. Und da jetzt der erste Schritt zu Ende ist, dass wir das Ding ausverkauft haben, in so einer kurzen Zeit, sage ich euch mal die nächsten Pläne. Ich werde das komplette Geld benutzen, reinvestieren in den Restock. Okay, in den Restock, dass wir mehrere Farmen nehmen und dass dieser ganze Shop nochmal online kommt, sodass es dann eventuell diesmal im Shop bleibt und ihr euch das täglich kaufen könnt und eure Freunde. Und dann konzentrieren wir uns noch auf unsere limitierten Sachen. Der nächste Drop ist die Sommerkollektion. Und Bruder, da wir jetzt ein hohes Budget haben, wir haben jetzt Geld, Bruder. Ich kann jeden einreisen lassen und ich kann so viel bezahlen. Guck mal, das, was wir gemacht haben, das sieht toll aus. Sag ich euch, wie es ist. Unser Shop sieht geil aus, die Community hat die Bilder hochgeliked. Wir haben 25.000 Follower, Bro. Könnt euch das über... Digga, stellt euch mal 25.000 Menschen vor, die einem Logo hier, diesem Logo hier folgen und dieses Logo hier fühlen. Alle Sachen, die ich bisher in meinem Leben getan habe, sind Hommage. Gebrochenes Herz, Geld, mehr Probleme. Ihr wisst, Digga, Beziehung geht bei mir nicht. Ich habe mein Leben für YouTube aufgeopfert. Dies, das. Bro, ich habe eine Menge geschafft. Ich habe einen Bruder hochgezogen, einen Osam, wir haben das zusammen aufgebaut. Ein Jones arbeitet jetzt mit uns. Meine Familie arbeitet mit uns und macht die Papiere. Weil der Kreis ist so eng geworden und dass meine Community das fühlt, das ist unglaublich. Ich wiederhole mich zum 1.000.000. Mal und ich will, dass ihr ein Trinkspiel in den Kommentaren macht, falls es online kommt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so eine hohe Stückzahl so schnell ausverkaufen. Das bedeutet, dass es ein sehr großes Potenzial hat. Bro, ich sag's euch, wie es ist. Die Sommerkollektion, das Shooting, die Videos und so weiter, die Models, ich werde sie alle einfliegen lassen nach Fitier oder nach Spanien oder irgendwo. Ich werde eine miese Yacht mieten. Ich werde eine miese Villa mieten. Ich will geilere Videos bringen, Bro. Wir werden geile Shootings haben. Ich will die Seite noch größer machen. Und Bro, was für Pläne ich noch habe. Ich werde euch noch einen Move erklären. Wir produzieren ja unsere Klamotten immer vor und ich investiere sehr viel Geld. Meistens sechsstellig, weiß ich meine, und jetzt gerade nimmt es wirklich andere Ausmaße an. Es nimmt andere Ausmaße an. Bro, ich werde das ganze Geld benutzen, um die Marke noch größer zu machen. Noch größer. Achso, bin dankbar, dass ich von Anfang dabei sein durfte und seit Anfang an supporte. Bro, Walla, bei mir ist nicht dieses, der kam dann. Qualität. Merkt euch eine Sache auf dieser Welt, okay? Qualität setzt sich immer durch, okay? Setzt sich immer durch. Wir müssen nicht die berühmten Social Media Leute hier sein. Qualität setzt sich immer durch. Sei es unser Getränk, Suchti, okay? Was wir millionenfach schon verkauft haben und mit einem Level sind, wie von diesen anderen Influencer in Deutschland, die Eistee haben. Ihr seht ja, wo wir gerade alles sind. Ich laufe in Berlin, überall durch die Läden, überall sucht die, egal wo wir sind. Egal wo. Und das wird mit den Klamotten ja auch passieren. Ich möchte, dass jeder Zuschauer, egal wer, stolz auf unsere Produkte sind. Und glaubt mir, Hate wird es immer geben. Neider wird es auch immer geben. Und vertraut mir, Leute, die schon lange in diesem Klamottengeschäft sind, die reden uns immer noch klein, die lachen uns aus. Das haben wir auch bei DYDS gemacht. So, aber jetzt sind wir noch cooler, Bruder. Wir haben Erfahrung und wir sind auch keine Kinder.
Kinder mehr. Wir sind keine 18 mehr, dass wir Müll-Merch machen und so einen Scheiß. Wir bauen jetzt etwas ganz Großes auf. Hier sitzen 10, 20 Leute im Hintergrund, die an dieser Scheiße arbeiten. Weißt du, ich meine? Vertraut mir einfach, wir werden das sehr groß machen. Jeder, der mit uns ist, ist mit uns, Bro. Und der Rest wird in der Zukunft kommen. Bruder, am Black Friday ist daran dafür bekannt, dass man günstig Klamotten verkauft, ja, weil am Black Friday immer alles günstig ist. Da werden wir auf Bestellung arbeiten, Bruder, und da werde ich einfach ein Auto verlosen. Oh, Düchte, wenn es sein muss, sogar zwei Autos. Es spielt keine Rolle. Ich habe euch gesagt in dem letzten Video, wo wir ausverkauft haben, mein Ziel ist dieses Jahr 2 bis 4 Millionen Euro mit Klamotten. Und dieses Ziel werde ich erreichen. Bruchteil davon haben wir schon reingeholt, Bruder. Nur mit unser Logo, Bro. Und nur wegen euch. Ist unglaublich. Es war der größte Erfolg, was Klamotten angeht, mit der Stückzahl. Und es war der größte Erfolg, wie Leute vor dem Job gechillt haben und Klamotten haben wollten. Und das habt ihr selber gemerkt. Ich möchte das euch in den Kommentaren oder in den hier im Stream kurz mal bemerkbar machen. Wie schnell waren die Sachen weg, Bruder? SM. Ey, wie schnell war alles weg? Ich sag's euch, wie es ist. Hätte ich professionell mit Statistiken gearbeitet, hätte mich dieser Drop schon zum Millionär machen können. Es ist so. Ihr könnt euch das ja hochrechnen. Ihr seid auch keine Dummköpfe. Ich erkläre euch das. Ihr habt ja gesehen, wie teuer Klamotten waren im Shop. Rechnet das doch mal hoch auf eure 1000 Stückzahlen, wo ihr euch denkt, das ist Potenzial, was John verkaufen kann und was nicht. Bro, nach 4 Minuten war SMXL und so ein Scheiß weg. So, aber das ist alles schön und gut. Bro, step by step. Bruder, was ich sagen kann, ist einfach, ich kann nicht mehr weinen aus Emotionen im Sinne von, guck mal, wo wir alle herkommen. Guck mal, wo unsere Eltern haben geputzt. Wir hatten nichts, wir sind mit nichts, so bla bla. Das ist alles derselbe Talk, Bruder. Das kauft mir kein Mensch mehr ab. Der zieht bei vielen Menschen nicht mehr. Die sehen, ich poste, ach, die sehen, ich hab Spaß, die sehen, ich vlogge. Die Leute sagen, ich bin abgehoben, weil er jetzt Geld hat, dies, das. Aber, Bro, ihr dürft nicht vergessen, dass wir dafür hart arbeiten. Und täglich. Täglich arbeiten wir dafür hart. Und ihr seht ja gerade, wie schlimm es mir geht, im Sinne von, weil ich gerade keine Videos habe. Die Leute wird es jetzt so aussehen, er lädt sich gerade wieder auf die, er chillt jetzt, er ruht sich auf den Erfolg aus, weil ich ja gerade auf dem Hauptkanal nichts hochlade. Oder hier wieder teilweise inaktiver werde, weil es halt nicht so gute Videos gibt. Aber Bro, ich bin ein Arbeitstier. Und solange dieses Gesicht bekannt ist, ja, und solange ihr dieses Gesicht hier supportet und mit mir diesen Weg geht, Bro, werde ich noch sehr viele Videos drehen. Deswegen in 2 Wochen, sobald diese Ramadan-Zeit vorbei ist und Fasten zu Ende ist, fliegen wir nach Amerika mit Osan und wir werden mit sehr vielen Videos zurückkommen. Bro, wir werden mit sehr vielen Videos zurückkommen. Und sobald wir zurückkommen, Bruder, deutsche Märkte sucht ihr. Ich will euch nicht, Bruder, wir werden Big Moves machen, Bro. Wir werden Big Moves machen. Ihr habt diesen Kanaken hier, diesen kleinen Kanaken in seinem Dachboden, der in Gladbeck wohnt, den habt ihr sehr glücklich gemacht und sehr stolz gemacht. Ich rede sehr viel wirres Zeug, Bruder. Ihr schreibt mir nicht auf, was ich sage. Ich rede aus dem Herzen. Es ist wunderbar. Es ist krass. Meine Mutter ist gerade in Istanbul. Die haben das alle mitverfolgt. Bro, es ist unglaublich. Ihr supportet nicht nur mich, ihr supportet mein ganzes Team und ihr supportet die Zukunft der Videos, weil desto mehr Geld wir haben, desto mehr können wir reisen und desto mehr coole Sachen können wir euch in den Videos bieten. Ich bin stolz und glücklich auf jeden, der das Ganze hier supportet. Und mit Support meine ich nicht nur etwas kaufen müssen oder ihr zu subscriben. Bruder, es reicht schon, dass ihr diesen Mann hier, diesen jungen Mann supportet, Bro. Das reicht schon, dass ihr mit mir diesen Weg geht, Bruder. Es ist nicht selbstverständlich, 100.000 Aufrufe auf ein Video zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, auf ein Video 200.000 Aufrufe zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, 6-stellige Summen zu investieren für Produktion und, Digga, die Investition dreifach wieder rauszuholen, Bro. Das ist nicht selbstverständlich, Mann. Das ist euer Werk, nicht meiner. Ich bin nur der Typ, der es aufnimmt, der die Leute in Szene setzt, sein Bestes gibt, Bro. Aber die supporten seid ihr. Kommt ein Restock? Ja. Nicht jetzt. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Sommerkollektion. Wir konzentrieren uns auf Suchti und dann so circa nach der Sommerkollektion versuche ich schon, also ich werde schon die Produktion freigeben und rausgeben, aber die droppen wir erst nach Sommer, weil im Hochsommer will, glaube ich, keiner Pullis kaufen. Weißt du, ich meine? Man muss auch realistisch denken. Aber wir werden den Shop sehr groß machen. Der wird basic sein. Da werden noch Tennissocken reinkommen. Im Winter werden noch Wollmütze mit unser Logo kommen. Bruder, ich habe da so viel vor. Bruder, das wird krass, Walla. Das wird krass. Und bitte schreibt jetzt nicht in die Kommentare oder wenn ihr euch für mich freut, John, wie sieht's aus mit Laden? Jungs, ein LFDY oder die Läden, die ihr kennt, die brauchen diesen Laden nicht. Diese Läden sind nur wegen Marketing. Alle verkaufen ihre Klamotten online aus. Am bequemsten. Jeder hat PayPal zu Hause. Man kauft, was einem nicht passt, wird zurückgeschickt. Diese ganzen Läden, das ist unnötig. Alle machen Kohle. Ich brauche keinen Laden. Wir haben mehrere tausend Artikel in einem Shop, die übers Wochenende jetzt wieder rausgehen, weil die Leute es auskaufen, Bro. Das ist unglaublich. Ja, Bro, Alhamdulillah für alles. Ich hätte niemals gedacht, dass es bis hierhin kommen würde. Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich glücklich darüber, wen ich in den letzten Tagen wieder alles kennenlernen durfte, wie viele Menschen ich auf meinem Weg überhaupt kennengelernt habe, wie viele Menschen es mir wirklich gönnen und aus dem Herzen gönnen. Es gibt auch im Hintergrund Menschen, die Auge machen, mit denen ich leider ein bisschen zerstritten bin und die nicht mehr auf unserem Weg dabei sind, so. Aber auf die ist alle geschissen, Bruder. Wirklich. Ohne Name-Dropping, ohne gar nichts, Bro. Wir achten jetzt wirklich nur noch auf uns und der Rest kann schmutzen. Egal, wer was Böses über euch sagt oder sagt, ah, guck mal, der ist so und so und so und so. Ihr wisst, wie ich bin, ihr wisst, woher ich komme, ihr wisst, für was ich das alles tue und ihr wisst, wie weit ich noch gehen werde und wie lange ich das noch machen werde. Weißt du, ich meine? Wir ziehen durch, Bruder. Ich komme von ganz unten und ich will dahin. Und eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen, Gott. Gott hat uns das hier alles gegeben. Gott hat uns dieses Talent gegeben. Gott hat mir diese Position hier gegeben. Gott hat mir euch gegeben, dass ihr alle in meinem Leben seid und ihr das Ganze hier supportet und zuhört, Bruder. Ja, Mann.
Alhamdulillah für alles, Bruder. Wallah, Alhamdulillah. Ich bin der nervöste Mensch immer vor den Releases, Jungs. Das ist eine Last auf den Schultern. Das ist kein Spaß. Was das mit der Psyche macht, wenn man so viel Geld investiert, das ist wirklich kein Spaß. Und dass man dann so schnell ausverkauft, das ist auch nicht mehr witzig, Bruder. Ihr schafft es, diesen Jungen in einer kurzen Zeit zum Millionär zu machen. Das ist krass, Bro. Das ist krass. Nur mit eurem Support. So, ich bin euch wirklich unendlich dankbar, Bruder. Ich habe mein ganzes Leben, sei es mein Privatleben, sei es meine alte Liebe, egal was, ich habe alles dafür aufgegeben, okay? Und ich bete kein Geld an, okay? Damit ihr eine Sache mal checkt. Geld interessiert mich nicht. Ich kann am Tag nur dreimal essen. Solange ich gesund bin, ist es das Wichtigste so. Weiß ich meine, aber ich möchte meine Familie retten, Jungs. Also nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren kann YouTube aufhören oder nach 1 Jahr, keine Ahnung, ich bin irrelevant. Ich hab's euch doch gerade erklärt. 2 Wochen lang kommen keine Videos, das nächste Video kann floppen. Vielleicht bin ich dann für die Leute nicht mehr so relevant, weißt du? Ich muss das Beste und Meiste rausholen, sodass meine Familie davon leben kann. Sodass meine Freunde sich was aufbauen können. Ich arbeite für uns alle. Ich opfer mich dafür gerne auf. Walla, das ist mein Ziel. Ich möchte irgendwann mich von YouTube verabschieden mit einem schönen, coolen Standing, ohne Leute abgezogen zu haben. Ich lasse bei niemandem Hack. Mein Hack lasse ich bei niemandem übrig, so. Ehre dem, Ehre gebührt. Alle, die mit mir sind, sind mit mir, Bruder. Weißt du, ich meine? Auf bessere Videos, Bro. Auf bessere Videos. Vertraut mir einfach. Gönnt mir diese 2 Wochen Pause zu Hause mit der Katze, die ich aufpassen muss. Danach drehen wir die guten Videos ab und dann wird das schon wieder. Dann wird das schon wieder auch mit den Videos und so. Okay? Das wird krass, Bruder. Die Zeit geht wirklich sehr schnell und wir sind schon im April, Bruder. Bro, ich hatte mit Ozan abgemacht, dass wir dieses Jahr noch machen und dann jeder seinen Weg geht und so. Aber das wird nicht so kommen. Ich sehe schon kommen, Bruder. Wir werden in 2 Jahren sogar noch woanders stehen. Wir werden Gas geben, Bruder. Wir werden Gas geben. Jeder, der mit uns ist und der von heute, von Anfang an dabei wird, das Dinge supportet hat, ich küsse dein Herz, ich küsse seine Familie, ich bin stolz auf jeden, egal wer, ob jemand kauft, ob jemand nicht kauft, ob jemand supportet, ob jemand nicht supportet, ob mir jemand Schlechtes wünscht, selbst dem wünsche ich das Beste. Wirklich. Ich bin gerade der glücklichste Mensch. Alles, was ich mir aufgebaut habe, Alhamdulillah, habe ich mir selber aufgebaut. Alle lustigen Videos, die wir gemacht haben, haben wir mit Ozan zusammen gemacht, mit unser Talent. Wir haben nun mal dieses Talent, Leute zu unterhalten und diese Leute stehen wie eine Wand hinter uns, Bruder. Wie eine Wand. Wie eine verdammte Wand. Bruder, das ist unglaublich, Bro. Für das Kanaken-Standing, was wir haben nun mal Kanaken nur als Zuschauer, sind wir wirklich sehr, sehr weit. Wir sind sehr, 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 sehr weit und ich möchte euch draußen sehen mit den Klamotten. Ich möchte euch weiterhin sehen mit Sucht in Hand. Ich will euch alle umarmen, wenn es geht, Bruder. Alle. Küsst eure Herzen, dass ihr mich das hier leben lässt, Bruder. Ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Dankeschön. Und es ist mir auch egal, ob dieses Video Aufrufe macht, Bruder. Die Leute, die mich fühlen, an die ist es gerichtet. Ich küsse eure Herzen. Danach kommen wieder Reaktionen und dann irgendwann wieder die Vlogs auf dem Hauptkanal. Ich konzentriere mich jetzt schon auf die Sommerkollektion, die ist schon fast fertig. Das shooten wir da und da. Ich werde schon Termine klären. Das mieten, den einreisen, den einfliegen lassen. Oh, Bro, und das ist erst der Anfang, Bruder. Das sage ich so oft, aber es ist erst der Anfang. Normalerweise muss es Step by Step gehen, aber ihr habt einen Step gemacht und dann habt ihr diesen Step gemacht. Ja, ne, was passiert jetzt noch, Bruder? Das werden wir in Zukunft sehen, Alter. Es ist alles gesagt, meine Damen und Herren. Es ist alles gesagt. Ihr habt mir mehrere 100.000 Euro in 40 Minuten eingespielt. Was soll ich euch sagen, Bruder? Ich kann es euch nur mit guten Videos zurückgeben. Und das werde ich tun. Verlasst euch doch. Versprochen. Danke fürs Einschalten. Folgt alles an Istians. Wer nicht folgt, ist selber schuld. Wallah Billah ist selber schuld. Ich küsse eure Herzen. Vielen Dank. Seid stolz auf euch. Ich bin stolz auf euch. Chillt mit euren Familien. Seid dankbar für eure Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Und vergisst eine Sache nicht. Egal wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Seht ihr das gebrochene Herz? Das wird leider nicht repariert mit Geld. Es ist einfach so. Pyrum, wir hören uns morgen wieder um 21 Uhr. Pass auf euch auf, ja? Vielen Dank. Ich küsse eure Herzen. Bye, bye.